lieben Yogis, willkommen auf Yogi Kids, dem Kanal, auf dem ihr spannende Abenteuer erleben könnt und gleichzeitig zur Ruhe kommt. Schön, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Alina und gemeinsam wollen wir nun in ein spannendes Abenteuer einsteigen. Seid ihr bereit? Dann lasst uns loslegen. Meine lieben Yogis, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In unserem heutigen Abenteuer geht es hoch hinaus in die Lüfte. Wenn du Wasser trinken möchtest zwischendurch, kannst du das jederzeit tun und eine Pause machen. Seid ihr bereit? Dann lasst uns starten. Wir legen uns gemeinsam auf den Rücken und machen einen Körperstretch. Wir nehmen Arme nach hinten, drehen die Armgelenke und die Fußgelenke. Nochmal anspannen und locker lassen. Wir lösen unsere Muskeln, lockern alles und kommen langsam in der Bärenrolle nach oben ins Sitzen. 2 und 3. Super. Wie gerade schon gesagt, wollen wir mit unserem Heißluftballon hoch hinaus. Und dafür müssen wir früh aufstehen bei Sonnenaufgang. Lasst uns den Sonnenaufgang mal zusammen nachmachen. Wirbel für Wirbel kommen wir ins Stehen. Sonne geht auf mit ihren Strahlen und läutet in den Tag ein. Bringen wir uns nach vorne mit geradem Rücken, kommen in den Liegestützstand und fließen durch Chaturanga. Atmen hier tief ein und atmen aus, kommen über die Knie hoch in den herabschauenden Hund und lockern unsere Unterschenkel. Kommen wieder über die Chair Pose, die Stuhlpose hoch, Wirbel für Wirbel, ins Stehen. Und verschränken unsere Arme vor der Brust noch einmal. Nach hinten lehnen. Wir beugen uns nach vorne. Halb hoch. Wieder runter. Und kommen in den Liegestützstand und fließen durch Chaturanga. Atmen hier tief ein. Und atmen aus. Kommen über die Knie in den herabschauenden Hund. Und strecken uns noch mal so richtig. Super. So. Nun wollen wir gemeinsam unseren Heißluftballon aufpusten. Wir atmen einmal tief ein und pusten 5-mal in den Luftballon hinein, dass der langsam aufgeht. Einmal einatmen und dann 5-mal ausatmen. Okay, ich zeige es euch nochmal vor. Einmal einatmen und 5-mal ausatmen. Lasst uns zusammen machen. Wir atmen ein. Sehr gut habt ihr das gemacht. Der Luftballon ist aufgeblasen, wir steigen hinein und dann kann es auch schon losgehen in unserer Stuhlpose. Oh, ganz schön wackelig hier. Der Wind kommt und wir steigen immer, immer höher und schauen, was um uns herum so ist. Wir strecken uns mal zur einen Seite, begrüßen den Himmel und die Sonne und wir öffnen uns zur anderen Seite nach oben und begrüßen die Sonne. Sehr gut. Wir schnappen unser Fernrohr und schauen erstmal, was wir hier so sehen können. Klasse. Oh, ein Vogel. Super. Oh, da kommen auf einmal ganz viele Vögel angeflogen. Nein. Wir gehen in unsere Vogelpose. Auf ein Bein balancieren wir. Wir fixieren einen Punkt auf dem Boden und flattern mit unseren Armen. Ob die uns wohl unseren Luftballon zerstechen? Und es kommen noch mehr Vögel. Wir strecken unser Bein nach hinten und flattern mit den Armen. Genau, wenn es hier ein bisschen wackelig ist, ist es auch nicht schlimm. Und wir fixieren wieder einen Punkt. Oh, oh. Die Vögel haben mit ihrem Schnabel ein Loch in unseren Luftballon gestochen. Und der Heißluftballon sinkt langsam zur Erde. Wir kommen runter in unsere Child's Pose. Atmen hier tief ein und aus. Und schauen mal, wo sind wir denn hier gelandet? Was, wie sieht es denn hier aus? Wie in einem Dschungel oder einem Wald? Wir wollen uns mal ein bisschen Lichtfläche schaffen und versuchen mit unserem Messer, was wir mitgebracht haben, das Gestrüpp von einer Seite zur anderen Seite zu schlagen. 10-mal von oben rechts nach unten links. Und schupp, schupp,
Und noch auf der anderen Seite. 10 Mal. Und schlag. Und wir schlagen uns den Weg durch den Wald frei. Sehr gut. Super. Ganz klasse macht ihr das. Seitliche Squats. Sehr gut. Klasse. So, wir steigen über Bäume hinüber und ducken uns unter Äste durch. Noch einmal, wir steigen über Bäume hinüber und ducken uns wieder über den nächsten Baumstamm. Und wir ducken uns wieder vor dem Gestrüpp. Noch einmal, ganz hoch und wir ducken uns tief in unsere Kniebeuge. Noch einmal tief und noch einmal rüber und tief. Sehr gut. Steigen über einen großen Baumstamm und ducken uns tief. Gut macht ihr das, meine Lieben. Haltet durch. Klasse schaut das aus. Oh, yay. Ganz klasse habt ihr das gemacht. Was ist denn das? Ist das wohl ein Ast? Oh, oh. Ich glaube, der Ast bewegt sich. Was könnte das sein? Genau. Ihr habt es richtig erraten. Eine Schlange. Noch einmal hoch. Wir kommen in unsere Schlangenpose und machen das Schlangengeräusch. Sinkt wieder tief und wir kommen noch einmal hoch und Gott sei Dank kriecht die Schlange wieder weg. Was kommt denn da als nächstes auf uns zu? Ein kleiner Affe, der ist aber süß. Der schwingt von Liane zu Liane durch, genau, seitwärts und wir heben unser Bein. So trainieren wir unseren Popo und unsere seitlichen Bauchmuskeln. Schwingt von einem Baum zum anderen. Und wir wechseln die Seite. Schwingen hoch in die Lüfte. Schwingen. Das hat etwas tänzerisch an sich. Und genau, er springt von einem Ast zum anderen. Juhu! Neue Gäste hier im Dschungel. Sehr gut. Er schwingt und streckt sich vom vielen Schwingen zur einen Seite und zur anderen Seite. Streckt dich nach oben, öffne die Brust und wir schwingen und schütteln unseren Rücken mal tief aus. Schüttel von einer zur anderen Seite. Sehr gut, super. Vielleicht kann der Affe uns ja helfen. Denn, lieber Affe, unser großer Heißluftballon ist kaputt gegangen. Es hat ein großes Loch und wir wissen nicht, wie wir ihn flicken sollen. Bitte, 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 kannst du uns helfen? Nein, ich kann euch nicht helfen. Aber ich kenne jemanden, der euch helfen kann. Kommt Bibi mit. Und damit das alles schneller geht, kann uns Baldur, der große Elefant, dahin bringen. Streckt den Rüssel hoch und zieht ihn durch die Schulter hindurch. So kommt es zu einem guten Schulterstretch. Denn der Rüssel muss auch erstmal gedehnt werden. Kommen wieder hoch, schütteln aus unseren Rüssel und strecken uns zur anderen Seite nach oben. Und strecken unseren Rüssel. Du kannst den anderen Arm auch hinter deinen Rücken legen, um die Balance besser zu halten. Sehr gut. Wir steigen auf den Baldur hinauf und reiten zu dem Ort. Der kleine Affe, der kommt mit. Los geht's! Und gehen hoch und runter. Oh, ganz schön wackelig hier. Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Wir machen Kreisbewegungen mit unserer Hüfte. In die andere Richtung. Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Oh, das macht aber Spaß. Oh, bleib stehen. Was ist da? Oh, der Tiger ist gerade aufgewacht. Brüllt er. Was ist das für ein Geschrei? Ah! Genau, lehn dich nach vorne und komm in deinen herabschauenden Hund. Laufe den Hund, um dass du deine Oberschenkel und Unterschenkel stretchst. Wir kommen wieder über die Knie hoch und brüllen einmal ganz laut. Wow! Ihr seid mir viel zu laut. Aber ich bin so müde, ich werde mich mal wieder hinlegen. Gott sei Dank. Wir können weiter. Schnell. Los geht's. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Hoch, runter. Und 10 Mal. Nochmal 10 Mal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, das geht in die Beine. Super habt ihr das gemacht. Meine Beine schmerzen ganz schön.
Wir sind am Berg angekommen. Jetzt müssen wir nur noch den Berg hinauf. Wir kommen in unseren Sessellift. Denn Gott sei Dank haben wir da einen Sessellift vor Ort. Wir setzen uns hinein und zählen von 10 herab, bis wir oben sind. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und oben angekommen. Super! Klasse! Wir steigen aus und müssen die letzten Meter zu einem komischen Gebäude noch hinauflaufen. Mountain Climbers. Zieh die Beine zum gegenüberliegenden Ellbogen heran. Zieh das Knie vor. Super, los geht's. Klasse habt ihr das gemacht. Oben angekommen bei dem wunderschönen Gebäude. Wir kommen in unsere Triangle Pose. Das Gebäude hat nämlich eine Dreiecksform mit einer Fahne nach oben. Die weht im Wind so schön herum. Und wir strecken uns. Eine große Statue ist auf dem Dach zu erkennen. Und das andere Bein. Wichtig ist, das vordere Bein ist gestreckt. Wir lehnen uns nach vorne, bis wir nicht mehr können und knicken dann in der Hüfte ab. Die Fahne wird nach oben gerichtet und weht im Wind hin und her. Und auch hier ist eine wunderschöne Statue zu sehen. Sehr gut. In diesem Gebäude haust ein Mönch. Und der Mönch, der meditiert gerade so schön, hat die Augen geschlossen und sitzt in unserer Namaste-Pose da. Atme tief ein und atme aus. Atme mal mit dem Mönch zusammen. Tief ein und aus. Und noch einmal tief ein und ausatmen. Sehr gut. Aber was ist denn das für ein Geräusch? Der kleine Affe, der schwingt herum und tanzt um den Mönch herum. Lieber Mönch, lieber Mönch, lieber Mönch. Er möchte die Aufmerksamkeit des Mönches ergattern. Und er schwingt von Liane zu Liane und er schwingt und zappelt herum. Aber der Mönch, der lässt sich nicht irritieren. Er sitzt da und atmet tief ein und aus. Noch einmal. Bitte, 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 bitte. Lieber Mönch, du musst uns helfen. Unser Heißluftballon ist zerplatzt. Aber der Mönch, der regt sich nicht. Na gut. Erste Lektion. Übe dich in deiner Geduld, mein lieber Affe, denn nur wenn der Geist still ist, können wir zu Lösungen kommen. Der Mönch überlegt. Ich hab's! Wir können Liane nehmen, um den Heißluftballon zu flicken. Wir reißen die Liane runter und noch einmal. Reißen eine Liane runter und noch ein letztes Mal. Runter mit dir! Sehr gut! Jetzt versuchen wir, diese Liane zu flicken, indem wir sie um das Loch wickeln. Mit dem rechten Ellbogen drücken wir unser linkes Knie nach hinten. Sehr gut. Und das rechte Knie wird angehoben und wir drücken es zur linken Seite. Sehr gut. Jetzt müssen wir austesten, ob es klappt. Ob die Lineale hält. Vielen lieben Dank, mein lieber Mensch. Danke dir. Wir üben uns weiter in Geduld. Danke für diese Lehre heute. Wir atmen wieder ein und 5-mal aus. Und los geht's, meine Lieben. Atmen zusammen. Einatmen und noch einmal. Der Luftballon wird größer und größer. Super, es hält. Klasse, meine Lieben. Der Luftballon ist groß. Wir können wieder nach Hause fliegen. Juhu! Langsam richtet sich der Luftballon auf. Größer und größer. Sehr gut. Super. Wir drehen uns um, danken dem Mönch und danken dem Affen für seine Hilfe. Tschüss, ihr Lieben. Wir steigen in unseren Heißluftballon ein und es ist ganz schön wackelig hier. Wir fliegen hoch und heben ab. Hui! Was für ein spannendes Abenteuer das heute war. Super habt ihr das gemacht, meine Lieben. Ganz, ganz, ganz klasse. Wir kommen in unsere abschließende Namaste-Pose. Atmen tief ein und aus. Heben die Arme noch einmal über den Kopf, halten den Atem und atmen aus.
Noch ein letztes Mal. Wir atmen tief in unseren Bauch, halten den Atem und atmen alle Luft, die wir im Bauch haben, aus. Vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt. Namaste. Sehr gut. So, jetzt darfst du dir eine Sache überlegen, für die du heute dankbar bist. Es kann die schöne Sonne sein, die schönen Blumen, die frische Luft. Überleg dir eins und teile es mit deinen Familienmitgliedern. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.